Nächste Frage hat der Reitschuster. Heißt denn allgemeine Impfpflicht, also dass es für bestimmte Einrichtungen Voraussetzungen gibt, 2G, geimpft zu sein, und dann können Sie es kontrollieren bei der Veranstaltung, übrigens dann auch wirklich kontrollieren. Es gibt eine kostenlose Control-App. Kostenlos. Kann jeder runterladen. Jeder kann sogar bei seinem Familienmitglied kontrollieren, ob der Impfpass echt ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir diese Kontrolle auch nutzen dann bei 2G, und zwar nicht durch nur drauf gucken, sondern durch einscannen, weil das eben mit dem Server dann gecheckt wird, ob das tatsächlich auch ein richtig erstelltes Impfzertifikat ist. Lothar Wieler, der Chef des RKI, musste heute auf meine Nachfrage hin zugeben, dass eine der wichtigsten Grundlagen für die 2G-3G-Politik, dass die nicht mehr gilt. Ich hatte das aufgedeckt, dass das auf der Seite verschwunden ist, dass die Geimpften nicht mehr zur epidemischen Lage beitragen, und heute wurde das also bestätigt, und Herr Spahn hat dann auch schon angekündigt, also er sei eigentlich dafür, dass Tests auch für Geimpfte kommen, und auf Nachfrage Thilo Jung hat dann angeregt, dass man doch dann auch Quarantäne wieder für Geimpfte einführen müsse, und auch das hat Herr Wieler dann gesagt, ja, da müsse man nachdenken. Also für Geimpfte ist das ganz schön bitter, weil viele haben das ja gemacht, um nicht mehr in solche Situationen zu kommen, und jetzt doch wieder holla, holla, holla. Ja, es war heute in vielerlei Hinsicht spannend. Ich habe dann auch nochmal bei Corona richtig gepusht, und eine Frage, die Herr Wieler nicht beantwortet hat, dann nochmal gestellt, dann ist er in Herrn Wieler fragen sollen, damit der habe ich ja gefragt. Also richtig interessant heute hier auf der Bundespressekonferenz, und in meinen Augen, ja, das wird kein schöner Winter und auch kein schöner Spätherbst. Es gab dann hier noch unglaubliche Geschichten mit Maske und Nichtmaske im Foyer. Sie wissen ja, Thilo Jung hatte da beim Pförtner sich beschwert, und daraufhin musste heute schon dann Interviews mussten mit Maske geführt werden. Da gibt es auch noch eine wunderbare Fortsetzung, aber das alles, das im Backstage, das andere im normalen Beitrag, im zensurfreien Internet, weil wir ja wie Erwachsene uns unterhalten wollen und nicht von YouTube oder im Auftrag der Bundesregierung oder von wem auch immer oder aus eigenem Antrieb zensieren lassen wollen. Deshalb unten klicken, wirklich ganz einfach. Sie brauchen nicht ein Abo machen, Sie brauchen gar nichts machen. Einfach unten in der Beschreibung klicken auf Rumble, und da sind ja die Abrufzahlen, also geht schon teilweise bis zu 400.000. Tolles Publikum. Super. Und jetzt wieder die große Bitte, mit mir rübergehen. Und wenn Sie können, abonnieren Sie auch hier, machen Sie die Glocke an, lassen Sie ein Like da, machen Sie einen Kommentar. Sie können reinschreiben Algorithmus-Kommentar, dann wird das mehr verbreitet, weil YouTube natürlich Shadowbanning versucht, und wir lassen das nicht mit uns machen. Unterstützen Sie, weil ich das alles auch aufkaufen muss und es viel Arbeit ist. Vielen Dank, danke, ciao. Ja, und hier jetzt kein Backstage, nur dieses Bild. Und wenn Sie dieses Bild sehen, dann erfahren Sie die Geschichte dazu im Backstage, im eigentlichen Video. Und da ist auch noch einiges Absurdes dabei. Lassen Sie es nicht entgehen, rüber auf Rembel oder auf Odyssee. Danke, ciao, alles Gute. Nächste Frage hat der Reitschuster.